natürlich sieht mit meiner Mana. Mit meiner. Wie sagt man das eigentlich? Nicht so rosig aus. Und jetzt muss ich auch mal noch ein bisschen warten, bis sich... Oh, meine Lebenspunkte wieder regeneriert haben. Das dauert aber ganz schön lange. Oh. Puh. Eieieiei. Ja, also ich glaube, ich probiere das dann mal an weniger gefährlichen Quests aus. Tja, ich kann halt keine. In Ardir möchte ich es eigentlich ungern ausprobieren, weil eben da die Gefahr. Da sofort niedergemetzelt werde. Oh, da ist ein Bossmonster. Ja, das hat doch ganz gut geklappt. Der kommt. Also, das ist gar nicht so einfach. Was haben wir hier? Was ich Schattenkatzenbiest. Also, da muss ich noch eine Menge dazu lernen. Ja, es ist halt doof, dass ich das am Anfang so versäumt habe und dass ich nicht, sag ich mal, damit aufwachsen konnte, als es noch relativ leicht war. Definitiv beschädigt und jetzt müsste, warum hat es jetzt keine Eiskristalle auf ihn herabgeregnet? So, jetzt muss ich hier lang. Machen wir mal den noch. Und jetzt bin ich gleich wieder tot. Das war klar. Ach. Aber ich will den Quest eigentlich jetzt nicht so ungeschehen, ungeachtet lassen. Also, zumindest ich will den gerne noch abschließen. Aber ich glaube, ich werde mir jetzt erstmal noch ein paar Mana-Tränke und so weiter holen. Dann werde ich weitersehen. So. Und zwar der Verbrauchshändler. Und ja, was haben wir denn hier? Du? Willkommen. Okay. Wie viel gibt der? 900. Da kaufe ich 2 Hammer, 4 Hammer noch, also kaufe ich mal 26, dass wir hier wieder 30 zur Verfügung haben. Und der Mana-Trank, da brauchen wir doch auch einiges. Da kaufe ich auch mal 30 Stück. Okay. Hätten wir das. Und ja. Also wieder auf in den Kampf. Ja. Habe ich denn vielleicht irgendwo was Nützliches bekommen? Werde ich dann schauen. Ich werde mich vielleicht auch mal mit der so,
so mit diesem, der ganzen Alchemie und Itemherstellung beschäftigen. Vielleicht kriegt man ja da wirklich was richtig Gutes draus. Und dann werde ich mich mal dann, ich glaube, das mache ich, nachdem ich hier das gemacht habe, werde ich dann mich zu kleineren Monstern begeben, um erstmal das ganze auszuprobieren, wie man das am besten macht. Dabei kann ich halt noch die ganzen Gegenstände für die Alchemie, sag ich mal, sammeln und dann mir so Sachen herstellen. Das ist ja auch nur eine Sache, die ich ausprobieren bzw. euch zeigen wollte, bzw. ihr bestimmt zeigen wolltet oder sehen wolltet, die das Spiel dann besser kennen. Natürlich, oh, ist auch ziemlich die, guck mal, wenn ich da den Levelunterschied sehe. Oho, uha. Wenn ich da nur sehe, dass ich da 68 Erfahrungspunkte erhalte, also dann... ja, dann weiß ich auch nicht. Also ich glaube, das macht schon richtig viel Sinn. Ach, ich glaube, ich werde mich jetzt erstmal nach Markut begeben und ja, mich gucken, was ich dann alles brauche für die Alchemie. Also hier das Herstellen von Gegenständen. Mal gucken, was haben wir denn hier? Produktionsspezialist Sento. Waffen, Level 34, sind wir alles noch nicht. Und es wird noch eine Weile dauern. Also kann ich den schon mal vergessen. Bonuspunkte. Der gibt uns Bonuspunkte. Was ist mit dem? Alchemist, Schutztränke, Schriftrollen, Mana, Schutztränke, Arcanes, Regente, macht eine Rune der Bündelung. Und was ist mit dem hier? Rezept für kleine Tränke, Rezept für große Tränke. Da brauchen wir euer Gottesstein aus der Burg Tykonteroga. Gott, wo ist denn das? Müssen wir mal klein machen? Tykonteroga. Okay. Ich glaube, dann... ich mach mal... Route... Level 25... ach so! Level 25... dann kann ich... hier mal... oh, das ist jetzt eigentlich sozusagen doof, da ich ja... da ich ja meine Waffe schon verzaubert habe, aber ich könnte mich ja jetzt sozusagen, ich glaube, ich mach mal einen Umhang des Windes. Da bringt mir noch ein bisschen dazu. Was braucht man denn? Magische Tinte, das kann mit Leistungspunkten erworben werden, ja, und wo? Makelloses Leder und ölgetränkter Stoff. Also werde ich mir jetzt mal einen Umhang des Windes machen und den dann versuchen zu verbessern. Und dabei kann man ja auch ein bisschen leveln und dann kann ich mich dann kann ich wieder ein bisschen was erzählen und so weiter. Und dann kann ich euch auch mal zeigen. Umhang des Windes brauchen wir eine magische
Tinte, 4 Stück Weltenwasser, ist 10. Weiß ich zwar noch nicht, wo wir das herkriegen, aber das kriegen wir schon. Makelloses Leder. Makelloses Leder und ölgetränkter Stoff. Ach so, man sollte sich natürlich auch aufschreiben, wie viel man da verbraucht. Jeweils 100 Stück. Und ab welchem Level kann man denn diesen Umhang da benutzen? Ab Level 34. Aber den kann ich ja noch ein bisschen dann verbessern. Also von daher kriegt man das sicher alles hin und auf die Reihe. So, wäre natürlich jetzt schön, wenn die irgendwie online wären, dann könnte ich da jetzt was machen, beziehungsweise werde ich jetzt erstmal den Quest hier abbrechen, die Aufnahme unterbrechen, mir jetzt das nächste Mal einige Themen zurechtlegen, denn es wird ja doch einiges dauern. Beziehungsweise ich werde jetzt einfach erstmal alles verkaufen. Du? Willkommen. Was nicht. Ich weiß schon alles, was man wissen sollte. Weißt du was, da werde ich mir am besten noch nicht. Ne. Extra, nee, das kann ich ja alles. Da lege ich das mal alles, was ich dann brauche, in die Tasche. Und zwar makelloses Leder. Und ölgetränkter Stoff ist noch nicht. Der hier wird behalten. Was ist mit dem? Ab Level 34. Das behalte ich auch mal. Genau, also Entschuldigung, das waren vielleicht jetzt nicht die spannendsten Folgen, aber ich will jetzt eigentlich auch nichts auslassen. Also irgendwie was überspringen, denn dann fehlt vielleicht an der einen oder anderen Stelle der Anschluss. Genau. Könnte mir jetzt natürlich diese ganzen Dinger auch irgendwie versuchen zu kaufen, aber das ist ja dann nicht der Sinn der Sache, wegen Level und so weiter. Einkaufen nach Lust und Laune. Bei mir immer. Und deswegen, da kriege ich erstens dann noch Geld. Ihr kennt das ja, dass ich hier chronischen Geldmangel habe. Also, auch wenn ich das für andere Sachen verkaufe, erstmal, ich will mich speziell um den Umhang kümmern. Und nicht um andere Sachen. Das andere kommt dann später mal. Also dann, wir sehen uns und ich hoffe, dass ich jetzt denjenigen, die da, oder besser, naja, das ist eigentlich doof gesagt, also ich werde mir jetzt Themen überlegen, die ich für die lange Reise benötige, sage ich mal, damit das nicht so langweilig ist, nicht immer was zum Quatschen habe und wir sehen uns dann. Ciao!